Der nächste Turm ist dort hinten. Na gut. Ich mag die ganzen Bosse nicht, die hier auf der Welt sind. Aber na gut, okay. Ich gucke gerade in die falsche Richtung, oder? Ich muss woanders. Ja, ich muss in die andere Richtung. Bin ja gespannt, was denn die Cyberspace-Level werden. Und ein paar Lags sind auch immer schön. Was haben wir denn hier für eine Challenge? Okay. Na, vielleicht kann ich ja. Aha, okay. Darf Sonic nicht auf diese Challenge, oder? Hä? Aber ich bin gerade durch den Boden gefallen, oder? Das ist mir schon mal passiert vorhin. Also vor mit einem anderen Charakter, oder? War das Amy? Gut, aber jetzt nichts gebracht. Schade. Wo muss ich jetzt genau hin? Ja, nicht dort. Na komm, dann. Einmal ein bisschen rumlaufen. Vielleicht entdeckt man ja noch irgendwas. Vielleicht noch einen Boss. Wer weiß schon. Ich muss hier hin. Ja, ich glaube, ich nehme den Außenweg. Ich glaube, das dauert zu lang. Weil wenn ich jetzt hier rüberspringe, sterbe ich nur. Weil hier ist eine Grind Rail. Die nehme ich am besten gleich für Sonic. Und let's go. Dünn, 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 dünn. Gut, wo ist der Turm? Ist das der Turm da vorne? Das scheint der Turm da hinten zu sein. Der ist aber ein bisschen, weiß nicht, der sieht irgendwie nicht so modern aus. Aber ich guck gleich nochmal auf die Karte. Irgendwo hier ist noch ein Rätsel. In dieser Richtung, oder? Schau, vielleicht finden wir das Rätsel. Dann mache ich es vielleicht auch gleich. Hier. Was muss ich denn machen für das Rätsel? Oh, es wird ein größeres Rätsel, okay. Ein Zeiträtsel wahrscheinlich. Okay, da muss ich hin. Das sieht aber nach einem Knuckles-Rätsel aus und kein Sonic-Rätsel. Ja, das ist eher für Knuckles, oder? Würde ich jetzt sagen. Also, keine Ahnung. Also, ich kann auch mal probieren, hier auch hochzusteigen, aber ich merke zumindest, dass ich hier nicht so viel machen kann damit. Und ich will es jetzt auch ehrlich gesagt nicht riskieren zu sterben. Also lassen wir es mal sein. Der Turm ist dahin und da haben wir wieder einen Boss. Och, ist das schon wieder ein dieser. Ach nö. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock, gegen die nochmal zu kämpfen. Vielleicht mal mit einem anderen Charakter, aber da müsste ich die erstmal aufleveln können. Oder ist das der Käfer? Und wenn das Tank ist, dann ignoriere ich ihn. Das ist Tank. Habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wo ich bin. Ah, weil die Zeit abläuft, da darf ich jetzt nicht mehr. Ich ignoriere Spider-Plus. Ist das der Turm? Ich darf halt die Karte nicht öffnen. Ja, das ist das Ziel. Ach so, zeigt mir das Ding die ganze Zeit das Ziel an, oder? Weil ich will ehrlich gesagt, will ich das gar nicht machen. Irgendwo hier ist ein Cyberspace-Level. Darf ich das auch machen schon, oder? Darf ich anscheinend schon machen, okay. Ah ne, es ist Sternschnuppennacht wieder. Wenn des Blutmonds Licht bla 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 macht. Ich bin ein bisschen geprägt, was Zelda angeht, okay. Anscheinend darf ich auch die Cyberspace-Level machen. Na gut. Was für ein Cyberspace-Level ist das denn? Ich habe zumindest nur im Trailer gesehen, dass das echt krass wird von den Sammelgegenständen her. Man muss da echt viel sammeln. Tiere, diese Mondmünzen. 4-1. Schließe mit allen Zahlenringen ab, schließe mit allen silbernen Mondringen ab. Das versteckte Ziel. Das klingt geil. Das klingt wirklich geil. Bin gespannt. Ich frage mich, ob das jetzt erschwerte Version der
Welt 4 Level sind? Oder... Naja, mal gucken. Verstecktes Ziel. Okay. Ach ja, ich kann ja den Wirbelsprint. Nee, aber das ist der Wirbelsprint. Wenn ich den Spender schon, den kann ich jetzt nicht einsetzen. Okay. Ach, L2. Oh, deswegen konnte ich den Spin-Dash auch nicht mehr einsetzen, weil ich mehr L2 gedrückt habe und nicht... Okay. Ah, ja, da muss ich mich gewöhnen, dass L2 ist, nicht R2. Dumm von mir. Dumm. Autos. Die Musik ist zumindest dieselbe. Das ist schon geil, muss ich sagen. Von diesen Autos. Okay. Und wieso ist Sonic so im, ich sag mal, Slow-Mo-Mode? Ich bin über das Ziel gesprungen, das finde ich nicht gut. Gehen wir mal zurück. Ach so, das habe ich jetzt nicht berührt, weil Baum. Okay. Warte, was waren meine Versuche? Weiß ich, war Zeit dabei? Na, S-Rang würde ich eigentlich trotzdem gerne mal erreichen, aber ich mache jetzt erstmal alles andere. Die Musik rastet schön aus, finde ich gut. Uiuiui. Ich habe das Gefühl, also es ist so eine Art Moonjump-Effekt, oder? Dabei? Und dann gibt es doch die versteckten Tiere. Ich weiß nicht mal, wie die aussehen. Ist das ein verstecktes Tier? Also wenn die so aussehen, dann wird das ein bisschen schwer, die zu finden. Sind die auch in der richtigen Reihenfolge? Was, ich muss die tragen? Das ist tatsächlich echt cool. Wie, ich lasse das Tier fallen, wenn ich ein Auto berühre. Okay. Woher soll ich das wissen? Okay, ich darf aber wirklich nicht dashen. Okay. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen! Nein! Ich mag die zusätzliche Herausforderung aber. Okay, ich wollte gerade sagen, man kann doch sicher auch den Spin Dash einsetzen. Ja, der Spin Dash ist tatsächlich krass. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass es den gibt. Aber doch, ich bin positiv überrascht, dass das auch die Cyberspace Level... Also es werden wahrscheinlich so, ich weiß nicht, sehr stark veränderte Versionen sein der eigentlichen Cyberspace Level. Aber die werden ja auch viel länger so. Also, die Cyberspace-Level sind jetzt nicht mehr richtig kurz. Vor allem mit den ganzen Herausforderungen. Oh, scheiße, ich erkenne auch nicht, wie Sonic wo landet. Wo ist Sonic? Ich hoffe, das bleibt für immer gespeichert. Und ich muss es nicht mehr holen. Das war zumindest das erste Tier. Und tot. Muss ich das jetzt nochmal machen? Och nein. In einem Durchlauf. Okay, ich merke schon. Die Cyberspace-Level wären auch nicht schön. Und das ist das erste Cyberspace-Level. Ich freue mich immer noch, für was diese Coco dann sind. Ob das für die Türme so ist? Das muss eigentlich für die Türme sein, diese Suchkokos, oder? Wo ich es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen kann. Na gut, okay. Die Animation muss nicht sein, finde ich. Jetzt also zum dritten Mal jetzt. Ah, Sonic kann auch einfach so rüberspringen, merke ich gerade. Ja gut, okay, machen wir. Machen wir mal so und rüber und rüber. Nein, Sonic ist nicht gesprungen.
reicht's. Ich habe da zu spät gedrückt. Das gebe ich sogar ehrlich zu. Da habe ich zu spät gedrückt. Ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen kacke, dass man nicht einfach die Zeit neu startet. Ich merke schon, dass das wird bei den späteren Leveln noch sehr interessant. Ich hoffe, es gibt noch irgendeinen Checkpoint. Warum muss ich das Level dann nochmal machen? Weil ich ja erstmal noch alles finden muss. Also ich glaube mal nicht, dass ich alles jetzt im First Try finden werde. Vermute ich mal zumindest. Nein! Nein, nein, Sonic! Du hast deine Geschwindigkeit behalten! Gut, den Sprung kriegt man hin. Gut, dann landen wir jetzt auf dieser Plattform. Und ich lande mal auf dieser Plattform am liebsten. Sonst wird es zu knapp. Oder muss ich alle Tiere hierher bringen? Das habe ich gar nicht überlegt. Was ist, wenn alle Tiere hier sind? Ich meine, der Kreis ist ja immer noch da. Der würde ja verschwinden, oder? Das ist doch niemals das einzige Tier in dem Level. Hier ist doch sicher noch eins. Zum Beispiel da oben, da ist auch sicher noch ein Tier, oder? Nicht? Nee, kann auch sein, dass ich mich irre und es doch nur ein Tier ist, aber ich hätte es gesagt, weil der Kreis da stehen bleibt, dass es noch mehr Tiere gibt hier. Aber das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was das Spiel, wie das Spiel das alles geplant hat. Ist hier vielleicht ein Tier? Nö, nur eine fallende Plattform. Mann, die Cyberspace-Level wurden jetzt ein bisschen riesig. Die können ruhig kleiner sein, die Cyberspace-Level. Ich habe mich damals nicht beschwert. Doch, habe ich, glaube ich. Ich habe gesagt, die können ruhig länger sein. Was haben wir denn hier? Oh, die Zahlringe. Wo ist denn die 1? Was ist denn hinten die 1? Okay, das ist die 1. Ja, Hä? Das ist die 1? Du musst mit 5 anfangen. Wer fängt denn mit 5 an? Nein! Das ist... Entschuldigung, dass ich mit der 1 anfangen möchte. Logisch gesehen. Okay, man fängt mit der 5 an und nicht mit der 1. Ich habe das Zählen halt falsch gelernt. Es tut mir leid. Natürlich ist die 3 da oben. Ich finde dieses fliegende Auto immer noch schön. Scheiße, ich kann keinen Doppelsprung mehr machen. Okay. Die Zählringe habe ich zumindest fast geschafft. Aber auch nur fast. Verdammt. Ich muss auf dieser Plattform landen. Ich darf nämlich keinen Doppelsprung mehr machen. Also durfte zumindest nicht noch einmal machen. Komm schon. Scheiße. Na komm. Ja, geht doch. Spiel. Nein. 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 Ey, das waren jetzt 4 Minuten. Das sind jetzt 4 Minuten umsonst gewesen. Okay, streichen wir 1,5 Minuten, weil ich noch nach einem Tier gesucht habe, das nicht dort existiert. Aber wie lang sind denn die Cyberspace-Level geworden, wenn ich jetzt schon 4 Minuten brauche, um überhaupt irgendwas zu erreichen in dem Level? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich finde das cool. Ich denke nur, als Let's Play ist das wahrscheinlich super langweilig. Komm her mit. Vor allem ein Tier bis jetzt. Die anderen müssen ja auch noch irgendwo sein. Gut, ich habe noch nicht da unten nachgeguckt, muss ich sagen. Schon wieder. Ja, komm, dann direkt neu starten.
Ja, aber der Plattform muss ich langsamer sein. Ja, und wie war euer Tag heute so? Das ist so mein Thema, wenn ich nicht vorankomme und nicht weiß, was ich sagen soll. Ich sage, wie gesagt, die Cyberspace-Level sind cool, wirklich. Also, gerade wenn es so originelle Cyberspace-Level sind und nicht solche geklauten aus anderen Sonic-Spielen. Komm. Na komm, rüber. Bei der Plattform muss ich Angst haben. Ja, hier entlang. Ich gehe mal hier nach unten. Weil das sieht schon so aus, als könnte da noch irgendwas versteckt sein. Ah, erstmal hier mal gucken. Also ein bisschen langsamer abtasten hier alles. Dürürün. Hier noch irgendwas? Ja, Kamera, genau. Das ist genau das, was ich eigentlich sehen wollte. Aha. Ich werde nur die Mondringe nochmal alle sehen. Die Mondringe vor allem. Das war die Zahlringe. Ja, ich muss dafür hier entlang. Weil ich die Zahlringe haben möchte. Ich fühle mich hier gerade wie bei Forces. Da gab es ja auch irgendwie 1000 Sachen, die man sammeln musste in einem Level. So konnte man zumindest die Spielzeit ein bisschen strecken. Okay, mal die 5. Nein. Es war nicht mal schwer. Ich habe mich einfach nur verdrückt. Also nicht verdrückt. Ich wollte auf die Plattform landen, aber ich war zu weit weg. Ja, komm. Sonic langsam runterfallen zu sehen, sehe ich jetzt nicht ein. Ein ganzer Part Cyberspace. Dasselbe Cyberspace. Ach komm. Ja, genau so wollte ich es eigentlich machen. Man muss wirklich nicht so viel Zeit verschwenden eigentlich. Also ich glaube auch nicht, dass das Cyberspace Level ist ja auch nicht mal schwer. Wirklich, es ist nicht schwer. Und man fällt halt schnell runter und ich werde mal sagen, die anderen Cyberspace-Level werden wahrscheinlich auch keine Checkpoints haben. Wobei ein Checkpoint vielleicht angebracht wäre. Muss nicht sein. Also ich so rum in der Luft rumfliegen meine ich, muss nicht sein. Oh, bitte lass mich in Ruhe. Gut, die Zahlringe sind jetzt da hinten, oder? Ich durfte nicht dashen, okay? Also nicht wundern. Weiß gar nicht, darf man eigentlich noch den Spin Dash benutzen in der Luft, wenn man den Dash benutzt hat? Weil je nachdem, das ist ganz interessant. Und die 4. Gut, okay, oben links steht die richtige Reihenfolge. Möchte ich jetzt mal kurz, okay? Okay, hätte ich nach oben links geachtet, A5, 4, 3, 2, 1 muss ich sammeln und nicht 1, 2, 3, 4, 5. Okay, aber finde das trotzdem ein bisschen komisch. Aber naja, gut, ist halt so. Gut, und jetzt habe ich es eigentlich geschafft. Das war ja wirklich jetzt easy. Und diesmal falle ich nicht dumm herunter. Ich frage jetzt nur, was erwartet mich jetzt dort hinten? Ist hier noch irgendwo ein Tier? Ich muss mich halt jetzt überall umsehen erstmal. Und es gibt noch ein verstecktes Ziel. War das eine gute Idee? Ich mach mal langsam. Okay. Ja, ich mach jetzt plötzlich wieder schnell, ich weiß. Okay. Okay. Schön und gut. Ja, wir können ruhig weiter. Erinnert mich ein bisschen an Mario Odyssey gerade. Die Mondmünzen, okay. Hm. Wo sind die denn? Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich doch zuerst ein Ziel, aber dann muss ich nochmal alles bis dahin spielen.
Hier ist eine Mondmünze. Okay, die sind alle diese... Oh mein Gott, die sind ja alle verteilt. Ist gerade verschwunden, oder? Ich glaube, ich gehe erstmal ins Ziel. Mir fehlen ja noch zwei Tiere. Was ist denn hier unten eigentlich? Hier unten muss ja auch noch irgendwas sein. Weiß nicht. Ich glaube, ich gehe mal ins Ziel. Ja, schau mal, da hinten geht's doch weiter. Da hinten geht's weiter. Ich muss da landen. Ich muss da landen, sonst sterbe ich. Was ist denn das jetzt plötzlich? Hört doch mal auf! Ich bin in Stress. Ich hätte ins Ziel gehen sollen, glaube ich. Aber wenn ich das Secret-Ende schon mal bekomme, und das wird hier sein. Okay, also das ist ein massives Improvement zu den alten Cyberspace-Leveln. Also im Gegensatz zu den alten Cyberspace-Leveln. Wirklich. Ich habe nichts erreicht in diesem Level. Nichts. Aber krass. Bei 10, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Alles Silbermondringe und die Tiere. Die bleiben aber gespeichert, oder? Nein, die muss ich alle hintereinander sammeln. Oh Gott. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist hier noch irgendwo ein Tier? Nee, die Reihenfolge wird passen. Ich glaube, ich suche ein bisschen nebenbei mal nach den Tieren, aber ich mache erstmal die Mondringe. Oh mein Gott, die Cyberspace-Level werden lang. Ich sitze ja schon fast bald. Ich würde wahrscheinlich eine Stunde in einem Cyberspace-Level sitzen. Okay, da oben ist normalerweise. Die Mondringe wissen wir ja, wo die jetzt ungefähr sind. Aber die sind auf Zeit, oder? Die Mondringe? Ich dachte, die waren auf Zeit. Aber waren die Zahlringe nicht auch auf Zeit? Ich weiß es nicht mehr. Sonic Forces ist. Forces mit F. Ist schon lange her. Ja, Frontiers ist übrigens auch mit F, aber mit FR. Und nicht mit FO. Ja, ich kann nicht reden. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, wie geil die Cyberspace-Level geworden sind. Also irgendwie hier muss ja mal ein Tier sein. Eines haben wir entdeckt. Ich habe ein bisschen Angst. Vor allem sind das denn wieder 8 Cyberspace-Level? 8 Cyberspace-Level, die alle so riesig sind? Vor allem, wer hat denn für diesen Stau hier gesorgt? Ich entdecke halt kein Tier mehr. Ich will ja nichts sagen, aber ich entdecke halt wirklich kein... Hier ist ein Tier. Okay. Irgendwo bei diesem Tunnel. Welches Tier bist du denn? Bist du der Vogel? Du bist der Letzte. Du bist der Letzte. Ja, okay. Das ist aber nicht so schwer, oder? Obwohl. Nee, das geht schon, das geht schon. Aber ich wiederhole nochmal, du bist der Letzte. Okay, also irgendwo habe ich einen verpasst. Aber ich weiß zumindest schon mal, wo ein weiterer ist. Autos. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Autos nicht mag? Ja, okay. Man muss jetzt nicht ausrasten hier, okay? Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich bin. Ich kann mich an diesen Abschnitt gar nicht erinnern. Es müssen jetzt aber die Mondringe kommen, oder? War das hier? Jetzt hier die Mondringe sein. Wo sind die denn alle? Da ist eine. Okay. Wo ist der nächste? Da hinten. Und verpasst. Okay. Okay. Was ist da unten eigentlich?
Ist eine seltsame Plattform, aber okay. Also einen Silber-Mondring habe ich verpasst. Silber-Mondring vor allem. Was ist denn das hier unten? Nee, so bin ich denn jetzt gestorben. Das war doch... das. Also da unten konnte man eigentlich landen. Sonic the Hedgehog. Okay. Ich glaube, was mich stört, ist, dass bei den Mondringen kein Checkpoint ist. Und ich glaube, das wird übel. Soll ich die Tiere probieren? Ich glaube, ich kann nebenbei noch die Tiere sammeln. Das war, wenn ich sterbe bei den Mondringen. Ärgerlich. Aber so oder so muss ich das Level noch ein paar Mal spielen. Ja, also freut euch auf weitere Parts, nur Cyberspace. Oh, ich habe das Tier verpasst, oder? Ja gut, okay, dann ist halt so. Dann suche ich mal weiter nach dem Mondring. Boah. Oh, ja. Also Checkpoints wären nett gewesen. Zumindest vor den Mondringen, finde ich.